Bremsvergleich wurde aus einer Geschwindigkeit von 80 km/h durchgeführt. Bester hierbei war der Pkw mit 23,2 Meter im Schnitt, schlechtester der Lkw mit 36,2 Meter Bremsweg. Also eine kleine Überraschung war auf jeden Fall, dass das Motorrad deutlich schlechter gebremst hat als der Pkw. Und das, obwohl das Motorrad mit moderner Technik, mit ABS und einem Überschlagsensor ausgestattet war. Der Sprinter hat eher schlecht im Vergleich abgeschnitten. Kritisch ist das Ergebnis aus dem Grund, da die Kleintransporter auf der Straße doch häufig mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind und dann die Abstände oft auch nicht einhalten. Als Tipps für den Fahrer: egal welches Fahrzeug Sie bewegen, immer mindestens halben Tachowert in Metern Abstand halten, da sind Sie immer auf der richtigen Seite. Und wenn Sie bremsen, bremsen Sie progressiv, das bedeutet zuerst die Bremse stark betätigen und dann erst lösen Sie langsam die Bremse.